So, ich sage herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über CMake, Bildsystem und mehr. Ich möchte jetzt in einer knappen Stunde das Bildsystem CMake vorstellen. Und ich fange gleich einmal an mit der Frage, wer entwickelt denn selbst Software? Ja, das ist schon mal eine sehr gute Sache. Wer verwendet CMake schon? Ja, das ist auch ein sehr guter Anteil. Ja, Bildsystem und mehr. Fangen wir ganz kurz an. Was haben wir heute im Programm? Erst einmal natürlich CMake. Wie baut man einfache Programme mit CMake? Was kann man gegebenenfalls noch alles machen? Das zweite ist das Ding CPAC. Wie kann man Software paketieren? Also zum Beispiel RPM-Pakete bauen, Debian-Pakete bauen, DAGZ-Pakete bauen, ist im Prinzip mehr oder weniger alles vorhanden. C-Test, wie kann man automatisiert Software testen? Und ganz am Schluss zeige ich noch C-Dash, ein webbasiertes Dashboard, um die Test- und Bildergebnisse zu veranschaulichen. Ja, was ist CMake? Es ist ein Higher-Level-Build-Tool, also nicht vergleichbar mit Make zum Beispiel, sondern eher mit S-Cons oder AutoMake, AutoConf. Und ja, wie schon erwähnt, ein großer Teil wird auch paketieren und testen sein. Und ja, was kommt raus? Es kommen quasi meinetwegen Make-Files raus, das geht ähnlich wie bei AutoMake. Ich rufe erst Configure auf. Und dann anschließend Make, AutoMake generiert mir ein Make-File und das Ganze macht CMake auch. Wobei CMake kann auch für andere Plattformen, für andere Projekte Konfigurationsdateien erstellen. Ich werde es auch ein ganz kurzes Beispiel mit Codeblocks zeigen. Wo wird CMake verwendet? Eigentlich immer mehr. Als große Projekte, die das Ding verwenden, ist KDE ab Version 4. Die haben das komplette Riesen-KDE-Projekt von AutoMake auf CMake umgestellt. Und das war ziemlich ein großer Aufwand. Da ist auch einiges wieder an CMake zurückgeflossen, neue Features, die haben wollten. MySQL, die Datenbank, Scrivos, etliche andere Software verwendet das auch. Ich habe es in Verwendung für WX Maxima. Das ist ein Projekt, wo ich ein bisschen mitprogrammiere. Da gibt es heute am späteren Nachmittag noch einen Vortrag dazu und auch bei Maxima wird es verwendet, um den Windows-Installer zu bauen. Also ich habe es aktiv auch in Verwendung. Ja, wie schaut so ein ganz einfaches Projekt aus? Ich habe das dann auch noch live als Beispiel. Das Projekt bekommt einen Namen, Project Hello World. Kommentare werden einfach mit Gitterzeichen hinzugefügt, wie bei Shell-Skripten zum Beispiel. Ja, dann gebe ich an, welche Version von CMake erwarte ich mindestens. Hier Version 3.5. Und anschließend baue ich mir aus der C-Datei helloworld.c ein Executable, das soll bitte Hello World heißen. Und anschließend installiere bitte dieses Target, das du gerade gebaut hast, nach bin, würde dann eben zum Beispiel nach user local bin Hello World installiert werden. CMake-Funktionen, das ist im Prinzip alles eine Funktion, CMake Minimum Required at Executable, sind case-insensitive. Es hat sich zu Beginn oder früher war Usus im Prinzip alles großschreiben und ja, das hat sich in der letzten Zeit gewandelt. Man soll bitte alles, also die CMake-Funktionen kleinschreiben. Und ja, Variablen sind dann case-sensitive, habe ich gar keine Variable. Und die CMake-Funktionen, wie gesagt, case-insensitive, Groß-Kleinschreibung ist egal, weil man früher eben, hier habe ich zum Beispiel groß geschrieben, Project, weil man früher eben alles groß geschrieben hat. Wir machen uns mal so ein ganz kurzes Live-Beispiel. Ich habe ein paar Beispiele vorbereitet. Die Folien gibt es auch auf der Frostcon-Seite. Die Beispiele noch nicht.
ja, da muss ich mir das ganze Ding im Prinzip anschauen. Ich habe hier zum Beispiel ein Hello World. Ups, Hello World. Da habe ich eben eine README-Datei. Ja, das ist irgendeine README-Datei. Ich habe die CMake-List. Ist ziemlich das, was ich jetzt geschrieben habe. Ja, das ist, da habe ich nur eine ältere Version als Minimum drin. Und eben ein minimales C-Programm. Ja, bei CMake, wo baut man das ganze Ding? Bei Configure kennt man das ganze Ding. Einfach ./Configure und alles wird im Source-Code-Verzeichnis gebaut. Geht bei CMake auch. Ist eigentlich sehr unüblich und ich sage gleich noch aus welchen Gründen. Man nimmt in der Regel ein Bildverzeichnis, entweder ich habe das Bildverzeichnis im Source-Code-Verzeichnis oder ein Verzeichnis drüber, Bild. Gut, da ist jetzt irgendwas drin, das lösche ich mal alles weg. Also man muss aufpassen, dass man das RM-RF-Stern dann im richtigen Verzeichnis macht. Aber habe ich jetzt hoffentlich gemacht. Mein Bildverzeichnis hier ist leer. Kann man das gut sehen von hinten auch? Schriftgröße? Ja. Ja, was mache ich? Ich rufe CMake auf und ich gebe an, wo liegt mein Source Code. Ein Verzeichnis drüber, das ist mein Beispielprogramm und Hello World ist mein mein Source Code Verzeichnis. Ja. Was macht er? Erst sucht er mir die Compiler, C-Compiler, XX, also C++-Compiler. Gut, hat er beide gefunden. Er hat kurz getestet, ob die wirklich funktionieren. Dann Configuring Done, Generating Done, and Build Files have been written to, also in das Verzeichnis, wo ich gerade bin. Und wir sehen schon, hoppala, es ist auch ein Make-File dazugekommen. Das kann ich jetzt, also das ist relativ lang. Aber ist auch bei Automake relativ lang. Ja, ich habe erst einmal Make Help, zeigt mir an, was könnte ich alles bauen. Und Make wird das ganze Ding bauen. Und ich habe dann mein Hello World und das ist dann mit Hello World aufrufbar. Hello World. Was ich da auch noch drin habe, ist im Prinzip das Installieren. Könnte ich entweder mit sudo machen oder ich gebe quasi an, make install, testdir ist gleich, ja, ich schreibe mal root. Dann wird quasi root jetzt als Verzeichnis da im Prinzip angelegt und darunter unter user local bin wird das Hello World Programm installiert, was ich eben da im Hello World CMake-List angegeben habe, installiere das Target Hello World in die Destination bin. Das Standardpräfix ist user local bin, es user local und da eben in das Verzeichnis bin wird das Programm hinein installiert. Ja, da habe ich jetzt noch nicht dabei, dass ich zum Beispiel die README-Datei nach user local doc wohin auch immer installieren könnte. Schauen wir mal weiter. Ja, wir haben gesagt, der Source Code wird in der Regel nicht im Source Code Directory gearbeitet. Das heißt, es wird auch nicht verschmutzt. Verschmutzt das Source Code Directory. Ich brauche kein irgendwie Make Clean oder Make This Clean, weil ich lösche einfach alles im Bildverzeichnis weg. Und habe das Problem gelöst. Das ist quasi mein Make Clean. Man kann das ganze Ding auch im Source Code Directory machen, aber es macht keiner, wenn er CMake verwendet. Was hat das noch für einen Vorteil? Ja, ich kann mehrere Builds gleichzeitig bauen. Ich habe ein Verzeichnis, meinetwegen Build, ein Verzeichnis Build 64. Ich baue mir erst ein 64-Bit und ein 32-Bit Executable quasi gleichzeitig. Also wenn ich
im Source Code Directory arbeiten würde, ja, dann müsste ich erst das Make Clean aufrufen, um die generierten Dateien wieder wegzulöschen. Und ich kann so meinetwegen ein Build 64, ein Build 32 Verzeichnis machen. Ich kann einen Debug, einen Release Build machen. Ich kann 20 verschiedene Builds mit verschiedenen Compilern meinetwegen probieren. Und es kommt sich nichts ins Gehege. Nennt sich dann eben Out of Source Build. Schauen wir sich, das ist im Prinzip das ganze Ding, was ich gemacht habe. CMake, Punkt, Punkt und dann eben das Hello World Verzeichnis. Er sucht zum Beispiel den Compiler, er generiert das ganze Ding, Make, ich könnte auch angeben, Verbose ist gleich 1, um die Bildschritte genau zu sehen, also die Compiler-Aufrufe. Und Make Install habe ich dann auch aufgerufen, müsste ich als Root aufrufen, wenn ich kein Destination D angebe, weil ich noch User Local bin, in der Regel keine Schreibrechte habe. Was auch sehr oft gefragt wird, deswegen steht das gleich hier in roter Farbe, wenn ich hier bei CMake-D, also ich addiere eine Definition, CMake Install Prefix Pass ist gleich My Pass angebe, dann das entspricht der --Prefix bei Automake. Also wenn ich nicht nach User Local installieren will, sondern nach User, nach Opt, nach wohin auch immer, in mein Home-Verzeichnis, gebe ich das quasi auf der Kommandozeile an. Ich mache das Ding gleich nochmal. Also ich lösche wieder mein Bildverzeichnis weg. --D, CMake. Ist gleich wieder meine Regeln. Er hat da keine CMake-List-Datei gefunden, weil ich bin im Bildverzeichnis und ich gebe dann noch an und für sich, wo will ich das ganze Ding hinhaben. Ich bin wieder beim Hello World Beispiel. Er sucht das ganze Ding. Gut, Make. Und Make Install installiert das ganze Ding dann in mein Home Directory nach bin Make Install. Nach Home Dauti, mein Username auf dem Rechner, bin Hello World. Also da kann ich dann auch ohne Root an für sich problemlos installieren. Ja, wir haben das ganze Ding jetzt gesehen auf der Kommandozeile. Einfach CMake aufrufen und fertig. Es gibt zwei weitere Oberflächen dazu. Ich lösche das Ding wieder mal weg. Nämlich CCMake. Das ist eine Encursus-basierte Oberfläche. Punkt, Punkt, Hello World nochmal. Ja, da sehe ich Anti-Cache, ja. Und ich würde da sagen, dann das ist ein bisschen Blödsinn. Er hat jetzt natürlich nichts gefunden, also quit. Nochmal weg damit. Also ich muss zum Hello World Verzeichnis natürlich hingeben. Ah, das habe ich hier angegeben. Also, Configure. Macht das ganze Ding mit einer Cursor-Oberfläche, gibt mir das ganze Ding aus und ich sehe, hoppala, er hat gewisse Cache-Variablen generiert, die macht er auch beim Bauen mit dem Kommandozeilen-CMake und ich kann die hier zum Beispiel ändern, wenn ich sage, hoppala, ich hätte das ganze Ding gern Enter to Edit, ja bitte nicht nach User Local, sondern installiert bitte nach TMP, ist ja wurscht wohin. Dann würde er es nach DMP bin an und für sich installieren und jetzt habe ich das Ding geändert. Sehr gut und Toggle Advanced Mode. Ich habe noch viel mehr Variablen, als ich hier sehe. Ja, zum Beispiel den Compiler, den er gefunden hat, etc. Irgendwelche Flags, die er setzt oder so, braucht man in der Regel nicht, aber es gibt, wo ist das Make-Programm, etc. Braucht man im Prinzip nicht, also ich schalte das wieder ab.
Wesentlich ist an für sich die Cache-Variablen, die hier angibt. Gut, und dann, das habe ich geändert, passt. Quit, ja. Und dann kann ich eben Standard wieder, Also, das ganze Ding angeben, generieren. DMB habe ich gesagt, will ich das ganze Ding haben. Configure. Und kann das ganze Ding dann generieren. Es gibt noch ein weiteres, ich zeige das mal. Das ist, glaube ich, die nächste Folie, was es auch noch gibt, was man auch hier und da was gut, ganz gut verwenden kann. Das ist die Cursor, das habe ich sehr selten in Verwendung. Es gibt noch eine Qt-basierte Oberfläche, die zeige ich auch nochmal ganz flott. Make GUI. Hello World noch einmal. Ja, da habe ich hier, den Cache hat er jetzt dann ausgelesen, den ich angebe. Ich gebe hier das Bildverzeichnis an, also wo ist das Source, wo ist das Bildverzeichnis, kann ich hier quasi ändern. Ja, und anschließend Configure und Generate. Baut mir dann die, da kann ich irgendwo noch die Warning Messages anzeigen etc. Baut mir dann das Projekt. Es generiert dann wieder das Makefile. Current Generator, man sieht Unix Makefiles. Und das sollte ich dann haben. Genau. Und mit Make kann ich das ganze Ding bauen. Make install. Ich habe das jetzt noch DMB gebaut. Also wird dann noch dmb-bin das Ding installieren. dmb-bin Hello World hat er da im Prinzip installiert, weil ich das quasi beim Konfigurieren angegeben habe. Ja, das sind relativ einfache Programme. Hier und da braucht man halt mehr. Man kann gewisse Variablen setzen, zum Beispiel eine Liste von C-Programmen. Man kann das ganze Ding zum Beispiel mit File glob Hello World Sources, wenn ich mehrere C-Files habe, kann ich mir das so generieren und ja, Executable haben wir schon gesehen, wie man das ganze Ding macht. Ich kann Libraries generieren mit Add Library, Static oder Shared und dann die Source-Files angeben. Wichtig hier, beim Bibliotheksnamen gebe ich, und auch beim Executable-Namen, lasse ich ein Suffix weg, was zum Beispiel DLL oder .a, .so etc. wäre, hat den Vorteil, Simic ergänzt das automatisch und ich bin damit plattformunabhängig. Ich kann das ganze Ding mit unter Windows ausführen. Und er ergänzt auch automatisch das Exe, das DLL, was ich eben so brauche. Ich glaube, da habe ich dann auch ein Beispiel vorbereitet. Ich lösche wieder alles weg im Bildverzeichnis. Lib. Ja. Was habe ich hier? Ich habe im Lib-Verzeichnis ein hello.c und ein hello.h. Ja, das ist print hello world, fertig. Und das .c, ja, definiert die Funktion, ja, gibt einen String aus und fertig. Das CMake List ist auch relativ einfach in diesem Fall. Das, wir haben da schon gesehen, ich habe ein Unterverzeichnis static und ein Unterverzeichnis shared. Und die werden einfach eingebunden mit Subdirector Shared und Static. Und in diesen Unterverzeichnissen, da setze ich noch irgendwie den Quellcode, also in die Variable libsource. Und im Unterverzeichnis Static steht dann drin, hoppala, bau mir die Library Hello, also libHello. Als statische Library und im Unterverzeichnis Shared. Da habe ich auch nur einen CMake-List drin, sonst nichts.
Ja, und da steht im Prinzip auch, ja, baue mir eine Library Hello World Shared. Was habe ich da noch irgendwie? Ja, da habe ich den Output-Namen noch umgesetzt auf Hello, weil ich habe da quasi, ansonsten müsste ich die irgendwie anders benennen. Und so kann ich sagen, hoppala, ist in einem anderen Verzeichnis. Ich ändere die Property-Output-Name wieder in Hello zurück, weil ich die oben in Hello Shared benannt habe, weil ich ein Target muss mehr oder weniger eindeutig sein. Ja, da haben wir nichts mehr drin. Simek.lib. Er findet den Compiler, das ist okay. Und ich mache jetzt wieder das Make. Ich gebe diesmal an, Verbos gleich 1. Ups. Was ich hier nicht dabei habe, ist irgendwie die Library irgendwo hin zu installieren. Ja, gleich 1. So. Da bekomme ich eben die ganzen Compiler-Ausgaben und am Schluss linkt er mir erst einmal die statische Library. Oben, weiter oben generiert er die Shared Library und irgendwo generiert er davon noch das Object-File. Er gibt mir das ganze Ding an für sich. Ja, und was habe ich? Das ist gleich 1, das brauche ich dann nicht mehr. In Shared hat er mir eben die libhello.so, die Shared Library generiert, und im Unterverzeichnis Static habe ich die libhello.a, also die statische Library. Hat hier natürlich nur eine C-Datei, könnte natürlich wesentlich mehr Dateien umfassen. Also, ja. Man möchte in der Regel nicht alles selbst machen. Ich meine, das ist schön, aber es gibt 100.000 Libraries am System und ich will die irgendwie finden und irgendwie verwenden. Das ganze Ding geht mit Find Package und dann gebe ich an den Namen und da kann ich nur angeben, ist das ganze Ding notwendig oder optional. Also required heißt, er bricht ab, wenn es nicht vorhanden ist. Und ansonsten wird er quasi einfach ohne die Library weitermachen, wenn es optional ist. Es werden in der Regel folgende Variablen gesetzt. Name found, ja, Name ist dann die Library, die ich gesetzt habe. Wenn ich libstdl suche, wird das dann sdl found heißen. Das Libraries include this ist leider nicht hundertprozentig eindeutig. Manchmal heißt die Variable irgendetwas Library, manchmal heißt sie irgendetwas includes. Simek hat eine relativ umfangreiche Dokumentation. Entweder Simek-help module, find den Namen, das prüfen wir mal aus. Find, ja, SDL habe ich ja erwähnt, um die libstdl zu finden. Ja, gibt an und für sich aus, welche Variablen gesetzt werden. SDL library, SDL found, ist false, wenn es nicht gefunden wird, das kann man dann abfragen. Wo ist das Include Directory und die Version bekomme ich auch noch geliefert. Ja, um eben zum Beispiel die libstdl zu finden. Und das Ganze gibt es, ich habe das jetzt wahrscheinlich da nicht, für 100.000 Libraries gibt es vordefinierte Module. Warte, ich kann das mal zeigen. Habe ich das? Ups. User, Share, CMake. 10 meinetwegen. Ja. Ich sehe die ganzen Module, die er hier findet und ja, es sind wirklich fast alle Systembibliotheken an für sich verfügbar, auch Programme wie Gnuplot oder was auch immer, ja, die sind quasi alle verfügbar, die kann ich alle finden und da gibt es überall die Dokumentation dazu, wie ich GTK, libdiff, was auch immer, ich halt brauche, um das ganze Ding zu finden. Und ich bekomme da immer die Informationen, welche
Variablen gesetzt werden und die kann ich dann später auswerten. Auch Programme kann ich finden, Subversion, wenn ich brauche, MATLAB, wenn ich es brauche, ja, was auch immer. Also das ist wirklich für ein MPI, um parallel zu programmieren. Ja, gibt es wirklich quasi für fast alles. Und die Variablen werden dann gesetzt und können quasi ausgewertet werden mit if, wenn die Variable, ja. Was macht, wenn es das nicht gibt? Zufälligerweise, weil es ganz neu ist oder wieso auch immer, gibt es gerade. Genau, wir machen das einmal, wo, was habe ich jetzt zum Beispiel nicht drauf. Es hängt davon ab, wenn ich da gesagt habe, es ist required, dann bricht CMake sofort ab. Wenn ich sage, hoppala, es ist nicht required, also nicht unbedingt notwendig, dann macht er weiter, schreibt raus, hoppala, das Ding wurde nicht gefunden, setzt die Variable nameFound auf false und ich kann die dann abfragen, später wurde die Bibliothek gefunden, wenn ja, nimm noch diese Source-File hinzu, linke diese Library, wenn nein, macht das halt nicht. Bitte. Ach so. Sondern wenn ich also meine eigene Library jetzt damit einbinde, die ich selber geschrieben habe. Ah, okay. Entschuldigung, habe ich nicht. Es gibt die Möglichkeit dann auch, habe ich jetzt zugegebenermaßen selbst nicht gemacht, dass man einfach sagt, hoppala, das ist der Name der Library, der gefunden werden soll. Die heißt libfrostcon und such sie üblicherweise in diesem Faden oder so und such diese oder jene Header-Datei, die auch benötigt wird, frostcon.h, und könnte man sich so selbst stricken. Auch die ganzen Paketnamen, die man hier findet, ich schaue mal, ob ich das irgendwo zeigen kann. Das ist die Hilfe, das brauche ich nicht. Ja, ich bleibe nehmen wieder SDL. Da habe ich eben das Find SDL oder eben zum Beispiel, das ist eben auch in CMake geschrieben und ja, sieht dann im Prinzip so aus, ich gebe den Pfad an, wo kann er die Variable üblicherweise finden, wie heißt die Header-Datei, die er suchen soll, gegebenenfalls setzt eben die Variablen und so könnte man sich das ganze Ding selbst stricken, das ist nicht besonders lang, er setzt dann eben gegebenenfalls irgendwie die Variablen, Version Minor, Version Major, würde ich bei eigenen Library nicht brauchen. Und gibt dann eben im Prinzip an, hoppala, wenn die, also hier wird noch Apple behandelt, if not Apple, dann macht das, if MinGW, also wenn man das MinGW-System für Windows verwendet, macht das etc., braucht man dann in der Regel wahrscheinlich nicht und würde dann quasi einfach angeben, hoppala, ja, was wird dann quasi dazu gelinkt? SDL oder SDL-Main, nur wie auch immer, könnte man sich quasi selbst schreiben. Manche Pakete liefern sowas auch direkt mit, so ein Subpaket für CMake, ja, um das ganze Ding dann direkt damit man es selbst übernehmen kann, das eigene Projekt. Genau, wie verwendet man das ganze Ding? Das habe ich jetzt schon an für sich ganz kurz gezeigt. Include Directories ergänzt den Include-Pfad und da würde ich dann quasi eben SDL für libSDL oder JPEG für also SDL include dirs dazu nehmen, um eben, falls die libSDL irgendwo speziell installiert ist, würde er dann im C-Programm auch da danach suchen. Das ist das quasi das Minus I, was man angeben kann beim Compiler-Aufruf. Ja, wie kann ich eine Bibliothek linken? Ich kann entweder sagen, ein Target, sprich ein C-Programm oder eine Library, die ich baue, wird gegen zum Beispiel SDL-Libraries gelinkt. Oder ich kann sagen, hoppala, Link-Libraries, ja, das würden dann alle Targets würden gegen diese Library gelinkt werden. Und ich kann auch noch, oder sollte auch noch gegebenenfalls Compiler-Definitionen ergänzen,
falls irgendwelche speziellen Flex erforderlich sind, kann ich nur sagen, SDL Definitions, und ich habe das jetzt quasi eh schon gezeigt, wird ja dann eben dementsprechend ergänzt werden. Schauen wir mal, Stern. Ja, Gott. Package externe lib CTS cross compiling. Bild. Ja, habe ich im Prinzip schon gezeigt, wie man das ganze Ding dann auch externe lib ist das, glaube ich. Da habe ich eben hier gesagt, hoppala, ich habe eben die libstl verwendet. Und die soll er dann bitte finden und das Hello World soll er dann linken. Ja, und wenn ich dann mit Aufruf, externe lib, dann sehe ich dann quasi auch beim Aufruf, hoppala, er sucht nicht nur den Compiler, sondern, das müsste jetzt kommen, er sucht gewisse andere Sachen, die er, zum Beispiel libstl, hat er gefunden. Er braucht noch bis REST in diesem Fall, hat er auch gefunden, und er baut mir das ganze Ding dann und könnte ich dann kompilieren, und er hat mir das ganze Ding gelinkt. LDD, Hello World, gibt ihm dann an, hoppala, er hat irgendwie was weiß ich für Libraries alle dazu gelinkt, irgendwo muss libstl sein da, die er dann eben benötigt. Ja, so viel zum Thema CMake. Yep. Visual Studio, ja, auch da ist CMake inzwischen eingebaut. Das habe ich jetzt nur als Screenshot dabei. Ich habe das logischerweise hier nicht installiert. Ich habe da noch diesen Blogbeitrag da irgendwie verlinkt, wo ich den Screenshot her habe. Und auch hier kann man eben mit CMake bauen, Tests bauen etc. Ich hoffe, ich habe da das Internet. Sollte man das ganze Ding dann da finden? Ich glaube, das jawohl, habe ich Internet. Ups. Das ist dieser Blogbeitrag, wo das eben beschrieben wird, wie das ganze Ding funktioniert mit Video und allen möglichen. Gut, dann mal wieder weg. Sprich, geht auch. Und das generiert dann eben quasi direkt die Visual Studio Projekte, die man eben haben will. Wie das ganze Ding mit der Installation geht, habe ich schon gesagt. Also Runtime Destination bin und ich sage dann eine Library, installiere ich mir ins Verzeichnis lib, eben zum Beispiel User Local Lib oder lib static, wohin auch immer. Ich kann dann Dateien einfach mit Install Files generieren. Und Directories, ganze Directories mit Directory Destination, wohin auch immer. Ist das Präfix, das ich vorhin angegeben habe, also entweder User Local oder was ich mit CMake Install Präfix angegeben habe, wird standardmäßig immer vorgesetzt. Das heißt, man sollte da hier auch nur relative Pfade angeben. Ja. Wir kommen zum, was bei Automake zum Beispiel nicht dabei ist. Ich möchte Software nicht nur installieren und bauen, ich möchte sie auch paketieren. Ich möchte Debian-Pakete, Target-Sets, was auch immer haben. Das geht bei CMake relativ einfach. Es gibt ein Paket include cpack und wenn ich das angebe, kann ich zum Beispiel hier Target-Z BZ2, also BZIP2, ZIP, Source-Pakete habe ich hier auch noch angegeben, die ich bauen kann. Und ich gebe hier zum Beispiel Dateien an, die Git oder Subversion oder sowas, was halt irgendwie nicht inkludiert werden soll. Und dann bekommt das Ding nur einen Namen und Make Package Source baut dann das ganze Ding. Ich habe das Source-Pakete, ja. Ist wieder eine CMake-Datei, eine main.c, eine readme.txt, mehr umfasst das Ganze nicht. Und die main.c interessiert mich jetzt nicht.
Die CMake.txt interessiert mich. Ups, Cat. Was steht da drin? Ja, eben diverse Variablen, wo das ganze Ding hingebaut werden soll und dass ich eben gegebenenfalls diverse Directories. Ja, da geht es mit. Ja, das. Binärpakete gehen noch nicht mehr, oder? So, warte mal, ich mache mal Source-Pakete. Ja, da hat er geschrieben, hoppala, irgendwas, das, the Source, was auch immer, das not match the Source da, weil ich jetzt ein anderes, also weil ich meinen Bilddirektor nicht aufgeräumt habe. Mache ich mal, also alles weg. Ja, das geht ganz normal. Und wenn, was ich hier dann sehe, hoppala, was dazu gekommen ist mit Make Help, ich kann irgendwie Make Package Source machen. Das war jetzt nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte das Package Source so. Und dann hat er mir generiert erst einmal ein Daten-Z, eine ZIP-Datei. Er hat mir generiert irgendwie ein Shell-Skript, das das Ding automatisch installieren würde. Und irgendwo ein Target-Z habe ich da auch noch irgendwo dabei. Glaube ich, ja. Also, die Dateien hat er mir im Prinzip alle erzeugt. Und wenn ich mir das Ding anschaue, DVF, ja, ist eben im Versions-, also, wie heißt das Ding, welche Version hat das Ding? Die README-Datei, die CMake-Lisp und die C-Datei, die ich gebaut habe, sind dann da drin. So viel zu Source-Code-Paketen, wie gesagt, in unterschiedlichen Dings. Target-Z, das gebe ich da an, welche Formate ich da haben will. Binärpakete, ja, gut, im Prinzip ähnlich. Ich setze auch hier wieder diverse, gebe an, was hätte ich gern. Ich hätte ein Target-Z, ein TAR-BC2, eine ZIP-Datei, also binär jetzt dann. Und ich hätte gerne Debian und RPM-Pakete. Da kann ich dann noch angeben, was im RPM eben drin steht. Wer ist wer hat das gebaut? Eine Description, ein Lizenzfile, was auch immer. Eine Section, das dann gegebenenfalls eben installiert werden würde. Und am Schluss das CPEC. Und dann machen wir das ganze Ding einmal. Ich lösche das Bildverzeichnis wieder. Binärpakete. Da habe ich eben jetzt ein Lizenzfile, eine README-Datei, zwei C-Dateien und eine .h-Datei. Ich baue die Dinge die wieder. Mac, gut. Und jetzt Make Package. Ich habe hier ein Ubuntu-System und der baut mir irgendwie trotzdem, also erstmal das Debian-Paket, das ich haben will, das Target-Z, da BC2 und auch das RPM-Paket hat er mir hier auch auf Ubuntu im Prinzip erzeugt, weil ich das Paket RPM-Bild dabei habe und ich kann da quasi angeben, dass ich meine Pakete RPM-QI, B, nehmen wir das RPM-Paket, ja. Da stehen die Metainformationen drin, die ich hier quasi als Variablen gesetzt habe. Und QLP würde dann quasi angeben, welche, was ist das? Das ist hier, kommt, weiß ich nicht genau. Aber an und für sich, ich habe das Lizenzfile, was ich quasi installiere standardmäßig, ich habe das Binary, das ich installiere standardmäßig, gibt er mir da quasi im Prinzip im RPM-Paket an. Und ja, es gibt noch die zweite Möglichkeit, das kann ich hier nicht live vorführen. Binärpakete gehen mit dieser Art und Weise nur mit nur als Source-Pakete. Es gibt ein Paket Use RPM Tools, da könnte man auch Source RPM Pakete bauen, also
aus denen dann quasi mit RPM-Rebuild das ganze Ding gebaut werden kann. Das geht nicht auf Ubuntu, ja, weil CMake als RPM-Paket erwarten würde. Aber ginge auch. Cross-Compiling. Ja genau, wir wollten noch immer schon einen Windows-Installer bauen. Wir machen das ganze Ding wieder. Ups. Und wie mache ich das? Ich gebe quasi einfach an, hoppala. Da habe ich so eine Toolchain, MinGW. Ja, da gebe ich an, bitte diesen Compiler verwenden. Und ja, wo suchst du bitte Zusatzpakete, gegebenenfalls eben in diesem Unterverzeichnis. Dann habe ich da irgendwo was vorbereitet, Cross-Compiling. Ja, ist eben eine README-Datei und die CMake-List, die schaut an und für sich ganz, ganz normal aus, also da ist nichts Besonderes drin. Also ich habe hier die Variablen so schon gesetzt. Das heißt, ich brauche das Toolchain-File gar nicht. Ich sage, ich baue das ganze Ding für Windows. Das ist mir im Prinzip so gesetzt. Ja, CMake, ja, habe ich das jetzt gelöscht? Ja. Also ich gebe nur quasi an, ich verwende den anderen Compiler. Den hat er eben hier gefunden, das ist der Cross-Compiler, nicht der übliche Windows, der übliche Linux-Compiler. Make würde mir dann eben das Executable bauen, also helloworld.exe. Das könnte man mit Wine ausführen. Aber ich will eigentlich, das ist jetzt nicht so gut, also gib mir eben Hello World aus. Was ich eigentlich haben will, ist ein Paket oder ein Installer. Make Package. Und das verwendet das ENSYS, das ist der Nullsoft Installer, den ich da verwenden kann. Der läuft auch unter Linux, er generiert mir ein Setup.exe. Ja, nett. Das kann ich auch zum Beispiel üblicherweise unter Windows machen, aber auch mit Wine aufrufen. Und ich bekomme den üblichen Clickubuntu Installer, wo ich sage, hoppala, ja, das ist das Programm Hello World. Hat die Lizenz GPL, die Lizenz nehme ich an. Ja, bitte noch C-Programm-Files x86 installieren. Installieren, ja, fertig. Und dann hätte er mir das ganze Ding auch installiert, eben auch für Windows. Also würde man dann in der Regel nicht mit Wine machen, sondern direkt auf Windows kopieren. Ich mache das eben für das Maxima-Projekt, auch bei Cross-Compiling. Da gibt es am späten Nachmittag noch ein Vortrag dazu. Ich glaube, das war's zum Thema Paketieren. Genau. Testen, ja, wir haben im Prinzip einen Developer, der will das ganze Ding, dass das funktioniert. Wir haben einen Tester, der will, dass das ganze Ding bricht. Wie kann man das mit CMake machen? C-Test. Ja, ich sage, ich enable Testing und dann ja, was mache ich? Ich füge Tests hinzu, sage, das Programm, das ich gerade frisch kompiliert habe, wird mit gewissen Argumenten aufgerufen. Und ja, wenn der Exit-Code 0 ist, bekomme ich das ganze Ding, ist das Ding okay. Und wenn der Exit-Code ungleich 0 ist, das ist dann üblicherweise, irgendwas hat nicht funktioniert. Ich zeige das ganze Ding einmal flott. Was habe ich hier? Test. Ups. Also Test, ja. Numerik. Ich habe da zwei Sachen vorbereitet. Das erste ist ja eine Funktion mal Punkt C mal Punkt H. Ja. Retourniert quasi zwei Floating-Zahlen, werden multipliziert. Und ja, dann sage ich, hoppala, in CMake-List, gibt dann quasi im Prinzip aus,
der Test ist okay, 1 mal 2, ich rufe das quasi mit den Argumenten 1 und 2 auf und soll im Prinzip dann 2 soll rauskommen. Das wird dann ausgegeben, also als Regular Expression. Ein zweiter Test, fehlerhaft, ja, 1 mal 2 ist 2 und nicht 4. Also es wird aufgerufen, das Programm mit diesen beiden Argumenten und das gibt dann quasi auf der Kommandozeile aus, das machen wir mal, CMake. Was? Irgendwas wurde falsch gemacht. Ich habe noch etwas Zweites vorbereitet. Test Timeout. Ja, das sollte das Programm dann aufrufen und nach einem gewissen Timeout irgendwie, also das sollte 5 Sekunden warten. Ich probiere mal das aus. Ah, ich weiß es schon. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe da vorhin mit Cut irgendwie die Datei angegeben und da habe ich im Prinzip das cmake-list.txt noch am Schluss dabei gehabt. Ich gehört natürlich weg. Ja, gehört natürlich weg. Sondern nur das Directory, wo das Source-Code ist. Dann soll das ganze Ding machen. Dann hat er jetzt auch hoffentlich das Make-File generiert. Ah, okay, der hat das irgendwie da reingeschrieben. Ich glaube, das habe ich in dem Verzeichnis. Warte mal, geht da mal zurück. Ich glaube, da habe ich irgendwann einmal. Naja, da habe ich natürlich einmal ein In-Source-Bild gemacht und das ist nicht das, was ich. CMake Cache brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So. Bild. Jetzt soll es hoffentlich funktionieren. Ja, jetzt hat er es ins Bildverzeichnis reingeschrieben. Man sollte das immer noch mal aufräumen, wenn man da vor der Konferenz war. Also ich habe da jetzt ein Programm mal und wenn ich das irgendwie nur mit einem Argument aufrufe, gibt das im Prinzip aus 3 Argumente notwendig. Ja, und wenn ich da im Prinzip 4,4 angebe, brauche ich auch 3 Argumente und im Prinzip 4 mal 4 ist 15. Es gibt im Prinzip das Ergebnis aus und wenn ich da irgendwie 4,4,16 eingebe, dann sollte das im Prinzip passen und dann ist der Exit-Code 0 und ansonsten sollte der Exit-Code im Prinzip 1 sein, wenn der Test halt nicht passt. Also es überprüft, ob die erste Zahl mal der zweiten Zahl gleich die dritte Zahl ist.
Und was ich da jetzt dann habe, ist Make Help, gibt eben ein zusätzliches Target, Make Test. Hier. Und das führt dann eben die Tests aus, die ich gegeben habe. Und ich sehe, hoppala, zu wenig Argumente. Da hat er richtig reagiert, das soll im Prinzip, darauf soll er reagieren. Zu viele Argumente, der Test wird auch automatisch ausgeführt. Wenn es okay ist, passt, ja, numerisch ungenau und fehlerhaft, habe ich im Prinzip auch gemacht. Und irgendwo habe ich noch einen Test mit Komma. Schauen wir sich die Datei an. Sieht es numerik, simic. Also das erste ist im Prinzip knapp Wurzel aus 2 mal knapp Wurzel aus 2, ist numerisch ein bisschen ungenau. Und da habe ich hier 1,5 mit einem Punkt Komma geschrieben statt einem Punkt. Mal 2 ist zwar 3, aber ich habe eine falsche Eingabe gemacht. Und gibt mir dann im Prinzip das ganze Ding MakeTest. Da kann man hunderte Tests machen und die quasi mit MakeTest automatisiert machen, ausführen. So, was haben wir noch im Programm? Man kann auch auf Regular Expressions im Prinzip testen, dass man sagt, hoppala, das Programm gibt irgendwas aus und dann spricht das dieser oder jener Regular Expression. C-Dash habe ich jetzt hier nicht live installiert, ist so ein Build-Server, wo im Prinzip für verschiedene Systeme kann das ganze Ding grafisch dargestellt werden. Das gibt es entweder öffentlich oder gegen Bezahlung eben, wenn man es im Prinzip selbst haben will. Und jetzt kann man das Ding dann nochmal im Webbrowser aufmachen. Ja, kommt schon. Ja, da kann man im Prinzip sich einen Account anlegen und dann im Prinzip Builds von was auch immer, ich suche mal irgendein ein Bild aus oder sowas, ja, keine Ahnung, ich kenne diesen Programme nicht. Und da wird dann eben quasi angegeben, hoppala, ja, bei Debian 64-Bit gab es irgendwie Fails oder so und die werden quasi aus den Builds und aus den Tests im Prinzip automatisiert generiert oder so, ja, und hier mit Windows 10 hat das Ding im Prinzip funktioniert. Ich habe hier bei Configure 2 Warnungen gehabt und ist im Prinzip auch beim großen CMake, also alles von denselben Entwicklern, kommt das Ding auch vor und da sehe ich, hoppala, ja, irgendeine Old Policy wurde nicht eingehalten, wie auch immer. Ja, das ganze Ding kann man sich logischerweise auch selbst installieren. Also ist auch freie Software und kann auch downgeloadet werden. Hier habe ich das ganze Ding noch im Prinzip angegeben, wie man das ganze Ding wird dann eben mit HTTP zum Beispiel oder HTTPS oder wie auch immer submitted und er gibt dann eben aus, hoppala, die Meldungen, die beim Build, die beim Make und vielleicht die beim Test, falls man Test definiert hat, würden dann im Prinzip ausgegeben werden. Das sieht man dann eben, ich gehe dann mal zurück, quasi die unterschiedlichen Stages, also Configure, das ist das IMAC-Teil, Build, das ist der Make-Teil und Test, wenn ich eben die Tests definiert habe, würden dann im Prinzip ausgegeben werden. Ja, da habe ich noch irgendwie einen Wild-Grind-Check noch dabei gehabt, also haben die Entwickler da gemacht. So, was habe ich noch? Genau. Ja, ich bin an und für sich, wie kommt man zu Hilfe? Es gibt eine recht umfangreiche Webseite, eine sehr umfangreiche Online-Hilfe im Prinzip zu allen möglichen CMake-Versionen und mit Help, Helpful oder Help zu einem gewissen Kommando oder zu einem gewissen Modul findet man die Hilfe quasi direkt online. Also kann man sich die direkt ausgeben lassen. Dann sage ich erstmal danke für die Aufmerksamkeit und gibt es noch weitere Fragen? Keine Fragen? Gut.